Hallo liebe Dehof-Community, heute zeige ich euch, wie man aus einem Blatt Papier, einem Bleistift, einem Radiergummi, einem Lineal und zwei beliebig farbigen Filzstiften eine 3D-Hand zeichnen kann. Viel Spaß damit! Okay, als erstes legt ihr eure Hand auf das weiße Blatt Papier und zeichnet mit einem Bleistift einmal außen an der Hand entlang. Könnt gerne ein Stück Arm nehmen, dann sieht es hinterher cooler aus. So, wie ihr seht, ist jetzt meine Hand abgemalt auf dem weißen Blatt Papier. Und der nächste Schritt, für den braucht ihr das Lineal und auch weiterhin den Bleistift. Denn wir ziehen jetzt Linien über das Blatt Papier. Euch ist überlassen, wie breit ihr die macht. Ich ziehe sie jetzt mal einfach mal in dieser Breite über das Blatt Papier. Bei der Hand stückeln wir die Linien dann, denn die Hand bleibt zunächst erstmal frei von Linien. Das heißt, hier ist jetzt der erste Finger, da stoppe ich und ziehe die Linie so weiter, dass die Hand frei bleibt von der Linie. Jetzt habe ich ein Stückchen übergemalt, das kann ich gleich wegradieren. Dafür braucht ihr dann den Radierer, falls das mal passiert. Ich mache das jetzt mal weiter und fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich alle Linien um die Hand gezogen. Um die Hand jetzt ein bisschen anders wirken zu lassen, nämlich in 3D, machen wir Bögen zwischen den Linien. Das heißt, ich beginne hier unten und mache hier einen Bogen. Ich verbinde die beiden Linien, indem ich einen Bogen ziehe über die Hand. Dann sieht es hinterher so aus, als würde meine Hand auf dem Papier liegen. So, nun habe ich alle Linien gemalt, also alle Wölbungen, immer die Linien damit verbunden. Es ist nicht ganz so schlimm, wenn die Linien nicht gleichmäßig sind. Und jetzt wechselt ihr euch mit den Filzstiftfarben, also mit zwei Farben, ab und malt immer abwechselnd die Linien bunt. Das Gleiche zieht ihr natürlich auch diesmal bei der Hand durch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich habe mein Bild jetzt bunt angemalt und wie ihr seht, kann man die Hand jetzt sehr gut erkennen und es sieht so aus, als würde meine Hand unter dem Blatt liegen und ich hätte sozusagen drüber gemalt. Das ist sozusagen eine optische Täuschung durch diese Bögen. Ich bin hinterher mit meinem Bleistift noch einmal diese Umrandung von der Hand entlang gefahren und habe so ein bisschen schraffiert, nennt man das, also ein bisschen das dunkler gemalt, dass es so aussieht, als würde es sich abheben, nochmal ein kleiner Schatten sozusagen. Genau. So sieht es aus. Ihr könnt das ja mal ausprobieren. Das geht auch mit Herzen oder mit sonstigen Gegenständen. Ihr könnt auch einfach nur einen Kreis nehmen. Wichtig ist immer nur, dass das, was sozusagen hinterher sich abheben soll von dem Ganzen, dass das so gebogen gemalt ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Tschüss!